Hallo. Männer haben es, finden das ganz normal, wenn auch nicht schön, aber normal. Aber bei Frauen ist es etwas, was sehr die Psyche belasten kann. Es geht um den Haarausfall. Hast du Patienten bei dir in der Praxis, die da schwer mit zu kämpfen haben, mit dünner werdenden Haaren im Alter? Ja, habe ich. Natürlich stört es die Frauen mehr als die Männer, weil bei Männern ist Glatze sexy, ja, bei Frauen eben nicht. Da ist es auch wieder wichtig, dass wir uns auf die Ursachenfindung machen. Oftmals hat es nämlich ganz unterschiedliche Gründe, denn Wechseljahre ist ein Grund, weil Östrogen zum Beispiel hilft dafür, dass die Haare schön gleichmäßig dick wachsen. Mhm. Wenn das Östrogen zurückgeht, geht natürlich auch das Haarwachstum zurück. Ich meine, das sieht man bei den alten Frauen, ja, da sind die Haare alle dünner. Da ist ja auch wieder die Frage, wie gehe ich damit um, wie komme ich damit zurecht? Normal sagt man, sind so 100 Haare pro Tag, die man verlieren kann. Ja, normal, ja. Normal. Also, ja. Wer zählt das aber? Aber es kommt einem halt viel vor. Ich höre immer wieder, boah, ich habe so viele Haare im Abfluss, in der Bürste, auf der Kleidung liegen. Aber zwischen 80 und 100 Haaren am Tag ist normal. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Und ihr kennt vielleicht den Film von mir, wo ich erkläre, wie man feststellen kann, ob das Haar in einem normalen Zyklus ausgefallen ist oder ob es zwischenzeitlich irgendwann vom Körper abgestoßen wurde. Müsst ihr mal gucken, aber ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wenn man ein Haar in der Hand hat, was ausgefallen ist, also bitte jetzt nicht rausreißen, dann ist am einen Ende des Haares, nämlich da, wo es in der Kopfhaut steckte, ein ganz, ganz kleines Knötchen. Das ist wirklich nur zu fühlen, wenn man das Haar so durch die Finger gleiten lässt. Man merkt eine ganz, ganz kleine Verdickung. Man muss es zu beiden Seiten probieren, weil man ja nicht weiß, was ist vorne, was ist hinten. Und wenn dieses Knötchen am Haar dran ist, dann ist das ganz normal abgekapselt, hat diesen Prozess normal durchlaufen, dass sich das Haar versiegelt hat da unten und es fällt raus und dann kommt schon aus dieser selben Haarwurzel ein neues Haar. Fehlt dieses Knötchen, dann ist irgendeine andere Ursache, wo das Haar frühzeitig abgestoßen wurde. Und da kann man auch genau erkennen, hat man dann eben eine Hormonschwankung. Schaut auch mal darauf, wann die Haare ausfallen. Also bemerkt ihr zum Beispiel ein zyklisches Verhalten, also vor der Blutung oder nach der Blutung. Also es gibt schon Hinweise auf das fehlende Hormon. Oder die Schilddrüse. Auch Frauen, die Schilddrüsenerkrankungen haben, wissen das. Die Haare werden dünner, teilweise auch fettiger. Also die Schilddrüse hat auch einen wahnsinnigen Einfluss auf die Haarqualität. Ein großes Thema ist natürlich auch immer, ist es genetisch. Ja, also da können wir nichts dagegen tun. Das müssen wir dann nur in schönen Frisuren geschickt verstecken. Ein anderes Thema ist auch eine Schwermetallbelastung. Und da sind wir bei einem ganz großen Thema, was die Naturheilkunde auch immer wieder anspricht. Amalgambelastung, Aluminiumbelastung, Quecksilber, können wir uns auch nicht immer dagegen wehren. Also wir nehmen das manchmal auch unbewusst ein. Ne? Nicht jeder ist Friseur oder nicht jeder lässt die Haare färben oder nicht jeder ist Gärtner und ist eben mit Düngemitteln zusammen. Da wäre es auch mal, wenn dieser Haarausfall sehr therapieresistent ist, zu gucken, wie stark ist der Körper mit Schwermetallen belastet. Ja, dann muss man die ausleiten. Aha. Wie geht das? Wie kann man das ausleiten? Also ich mache das nicht in meiner Praxis, weil ich natürlich auch wichtig finde, dass man Spezialist wird in einem Thema. Ich mache das für die Frauenheilkunde. Eine gute Kollegin von mir hat sich darauf spezialisiert. Es wird natürlich erstmal über den Urin getestet, welche Schwermetalle habe ich im Körper, die rausgehen. Und dann wird da ein Cocktail über eine Infusion gegeben. Wir kennen das alle, Algen zum Beispiel leiten Schwermetalle aus. Aber das sollte man nicht alleine machen, das sollte man mit professioneller Hilfe machen, weil es gibt da viel zu bedenken. Man muss die Schwermetalle erstmal aus dem Körper rauslösen und dann muss man sie aber auch ausschwemmen. Sonst löse ich die Schwermetalle und die setzen sich irgendwo anders fest und ich habe überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich
mach es nur schlimmer. Also das ist eine Spezialistengeschichte, die aber mal zu überdenken ist, wenn man solche Sachen hat. Einfach mal abchecken, woran kann es überhaupt liegen. Und auch chronische Erkrankungen, wenn man da nicht weiterkommt, auch immer mal im Hinterkopf vielleicht behalten, mal auf Schwermetalle prüfen zu lassen. Und ein ganz einfaches Problem oder eine ganz einfache Ursache liegt daran, dass Frauen falsch sich die Haare waschen oder zu viele Produkte nehmen, was dann auch dazu führt, dass die Haare ausfallen. Da hast du doch sicher einen Tipp. Wer meinen Kanal kennt, kennt das Hair Support Shampoo. Und ich habe gerade mal einen Prospekt rausgesucht. Gerade Männer benutzen häufig ganz viel Haargel und sind dabei unvorsichtig, bringen das nicht nur auf die Haare, sondern auch auf die Kopfhaut. Und die Kopfhaut kann von diesen Inhaltsstoffen aus diesen Haarprodukten, sei es Gel, Wachs oder sonstiges, richtig verkleistern. Und die Haarfollikel bekommen keine Luft, die ersticken richtig unter dieser Pappe und verkümmern. Und dieses Shampoo, ich halte es gleich in die Kamera, reinigt die Kopfhaut so intensiv aus, dass die Haarfollikel wieder frei liegen und die Haare können besser wachsen. Das ist jetzt kein Hokuspokus. Ich kann nur so viel dazu sagen, bei mir in der Familie nimmt es jeder, nicht bei jeder Haarwäsche, sondern bei ungefähr jeder vierten. Wenn man damit anfängt, sollte man die ersten 3 Wochen nur damit waschen, um mal so den richtigen Müll von der Kopfhaut zu lösen. Und wir haben ganz, ganz viele Erfolge erzielt. Meine Mutter hat in ihrem schneeweißen Haupt sogar wieder dunkle Haare bekommen. Mein Mann hat seit 8 Jahren Stillstand. Da wird nichts weniger auf dem Kopf. Meine Schwägerin, die euch die Päckchen so liebevoll verpackt, die hat vor 1,5 Jahren, als sie bei mir anfing, hier oben eine lichte Stelle gehabt. Also wenn sie den Kopf geneigt hat, konnte man hier auf die Kopfhaut sehen. Und das ist alles inzwischen komplett dicht. Also es ist kein Zaubermittel, es ist aber mal auszuprobieren, weil vielleicht liegt es nur an der kleinsten Ursache. Ja. Bei hormonellen Geschichten hilft das natürlich nicht, aber irgendwo muss man ja mal anfangen, wenn man sagt, boah, ich verliere so viele Haare. Und das wäre vielleicht mal die erste Station zu probieren. Vielleicht liegt es nur an dem Dreck auf der Kopfhaut, der künstlich erzeugt wurde. Ist natürlich kein Dreck, aber für die Kopfhaut ist es Dreck und Müll. Und kann sein, dass alleine damit schon das Problem gelöst ist. Verstopft halt alles, Ja. Und da fällt mir jetzt auch noch ein, wir machen ja hier alles live und nicht vorher abgesprochen. Deshalb ist es manchmal vielleicht ein bisschen, dass wir wieder auf ein Thema zurückgehen mit der Schilddrüse. Wenn ihr eine Schilddrüsenstörung habt, dann schaut mal, ob noch an anderen Bereichen Haare ausfallen. Zum Beispiel hier hinten an der Augenbraue. Viele haben hier hinten keine Haare mehr. Ja, ich habe ja auch wenige. Genau. Ja. Dann würde ich bei dir eher mal sagen, guck mal, ob die Schilddrüse in Ordnung ist. Ich nehme LTROX 50. Ach, guck mal, nicht abgesprochen. Das haben wir nicht gewusst. Nee. Oder wenn zum Beispiel auch die Schamhaare ausfallen, wenn ich nämlich einen Hormonmangel habe, dann bleiben die, dann fallen nur die Haupthaare aus. Ja. Bei der Schilddrüsenstörung habe ich allgemein überall weniger Haare. Aha. Also unter den Achseln, was ja nicht so schlecht ist, ja. Aber auch im Intimbereich oder sonst am ganzen Körper einfach weniger Haare. Also das nochmal zum Überprüfen, ob es an Geschlechtshormonen oder an Schilddrüsenhormonen liegt. Dann hatten wir in einem anderen Film schon angedeutet, dass Vitamin D, wenn euch zum Beispiel mehr im Winter die Haare ausgehen als im Sommer, dann kann es einfach ein Vitamin D-Mangel sein. Also, wie simpel die Ursachen manchmal sein können und man ärgert sich und ist so traurig und es tut hier innen drin so weh, wenn die Haare mal weniger werden. Genau. Und wie gesagt, auch die Schwermetallbelastung sollte man prüfen. Und deshalb gehen auch Frauen die Haare aus nach einer Chemotherapie. Weil das ist einfach diese aggressiven chemischen Stoffe. Ja, ist nichts anderes wie ein Schwermetall. Ja, da ist es natürlich gegen den Krebs, aber es lässt die Haare halt ausfallen. Und da sind wir auch wieder bei so ganz speziellen Dingen, die jeder machen kann. Ernährt euch vitaminreich, Vitamin B, Vitamin C. Folsäure ist zum Beispiel super fürs Haarwachstum. Bewegt euch viel. Und da kann man schon ganz viele Sachen machen, bevor man erstmal zum Hammer greift. Ja? Also, und das ist ja mit der Haut gar nicht anders. Ja, also wir haben ja da auch immer wieder Frauen, die dann zu mir in die Praxis kommen und sagen, ach, ich will einfach jung bleiben und schön bleiben. Haben Sie nicht ein Mittelchen gegen die Falten? Also ich verschreibe es nicht. Ich sage dann, wir können gerne ein bisschen sprechen.
dass ich sie so aufbaue, dass sie sich annehmen, wie sie sind. Ja, natürlich gibt es Unterstützer, ja, die man machen kann, sich schön schminken, sich schön anziehen, immer mal lächeln. Also das hilft schon sehr, sehr viel. Und ich hatte auch eine Patientin, die hatte wahnsinnig hohe Östrogenwerte, Brustspannen bis zum geht nicht mehr, also wirklich auch Hitzewallung, und es ging ihr gar nicht gut. Und wir haben gesucht und gesucht, hat wirklich lange gedauert, 6 Monate oder so, bis wir den Grund fanden. Und der Grund war, sie nimmt Anti-Aging-Kosmetik aus den USA, da ist es ja gern genommen, mit DHEA. Das, wir haben es mal hier gesucht, aber das steht ja nicht immer groß drauf. Ja, also da muss man sich ein bisschen einlesen, um zu gucken, welche Kosmetikprodukte haben das. Und das hat sie nur aufgrund von Hautcremes und auch so bodystraffende Lotionen genommen, hat sie da ihren Hormonkreislauf derart aus der Reihe tanzen lassen. Also das war nicht mehr schön. Und dann hat sie es abgesetzt und es hat dann nochmal 6 Monate gedauert, bis sich das alles wieder in die Reihe gekriegt hat. Also mal drauf achten, was tun wir unserem Körper eigentlich tagtäglich so. Ja, da meint man, man macht was ganz Tolles und die Haut fühlt sich praller und glatter und überhaupt an. Und das bringt einem den kompletten Körper durcheinander. Ja. Wahnsinn. Ja. Und übrigens, Zellulite fragen ja auch immer viele, ist ja bei dir sicherlich dann auch immer ein Thema, warum habe ich Zellulite oder wieso ist das so? Es haben ja junge Mädchen schon Zellulite. Da ist ganz einfach so, dass da das männliche Hormon fehlt. Ja, weil Männer haben da ja einen Vorteil, das, deshalb kriegen die ja auch keine Zellulite, weil die halt das Testosteron haben, was sie davor schützt. Also auch da, wenn man jetzt sagt, ich will unbedingt gut und jung aussehen, kann man auch da gerne mal einen Hormonstatus messen und kann gucken, wie ist das Testosteron. Allerdings muss man dann auch mehr zupfen, weil dann kriegt man auch ein paar Härchen überall, wo man sie nicht haben will. Also Beulen oder Haare? Genau. Ja. Da haben wir jetzt erstmal die Fragen beantwortet von den Frauen. Angie hatte dann nachgefragt. Und seid mal gespannt auf unseren nächsten Beitrag, weil da geht es um Schlafstörungen. Oh ja, ganz wichtiges Thema, weil nur wer gesund schläft, der kann auch frisch aussehen am nächsten Morgen. Tschüss. Also, tschüss.